Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu, oh ich muss ja hier reinsprechen, einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um das Thema, worüber arbeitende Mütter nicht reden. Wollte ich schon ganz lange aufnehmen, aber ich hatte eigentlich so viel Zeit, um so viel zu quatschen, deswegen hoffe ich, dass ich die Zeit heute habe. Ich hoffe vor allem auch, dass ich es in der kurzen Zeit hinkriege. Ups. Weil wer hat denn schon Zeit als Mutter jetzt 48 Stunden ein Video von mir anzuschauen? So, also, ich habe mir 5 Sachen aufgeschrieben, wir gehen alle Sachen kurz, knapp durch und wenn du mir recht geben möchtest, gib dem Video einen Daumen hoch. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, nee, kannst du nicht mehr dazu erfahren. Wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, schreib mir eine DM, Direct Message. Wie sagt man das auf Deutsch? Schreib mir eine direkte Nachricht. Das ist doch Quatsch. Schreib mir eine Nachricht, auf eine private Nachricht, das ist es, auf Instagram. Denn wahrscheinlich habe ich aktuell noch die Kommentare ausgestellt, weil ich es momentan nicht schaffe zu beantworten. Ihr werdet bald erfahren, warum. Falls du es schon erfahren hast, sind die Kommentare auch wieder offen. Vorurteile ist der erste Punkt. Man hat als Mutter sowieso ständig Vorurteile, aber als arbeitende Mutter, finde ich, ist das ganz, ganz, ganz speziell. So, ich rede jetzt immer nur von meiner Erfahrung, beziehungsweise von dem, was ich gesehen habe. Ist natürlich individuell unterschiedlich, aber über Vorurteile versuchen wir nicht zu reden. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es doch den einen oder anderen unter uns, der sich aufgrund der Vorurteile immer so ein bisschen darauf ausruht. Das heißt, was sind die klassischen Vorurteile einer arbeitenden Mutter? Ich überspitze. Du vernachlässigst dein Kind, du bist karrieresüchtig. Vielleicht auch du vernachlässigst deine Karriere, wenn du es nicht alles hinbekommst. Oder was gibt es noch als Vorurteil? Wahrscheinlich irgendwann, du wirst dein Leben ruinieren, weil du dir viel zu viel zumutest. Würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Letzteres kenne ich, hat mir meine Mutter gesagt, als ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Nicht, glaube ich, wegen dem Kind parallel, sondern einfach, weil sie sagte, ich ruiniere mein Leben, wenn ich mich selbstständig mache, obwohl sie selbst selbstständig ist und jetzt sehr stolz auf mich ist. Ja, sowas passiert, das ist normal, aber darüber wollen wir nicht reden, über das, was von außen kommt, sondern wir wollen darüber reden, was wir denken. Denn tatsächlich überlegen wir viel zu viel, glaube ich, wie wir mit diesen Vorurteilen umgehen. Weil ja, auch wenn die eigentlich keiner ausspricht, gehen wir davon aus, dass dies eventuell diese Vorurteile geben wird. Und deswegen haben wir automatisch das so ein bisschen im Hinterkopf. Das heißt, natürlich überlege ich mir, wenn es diese Momente gibt, und da traue ich mich tatsächlich manchmal auch nicht drüber zu sprechen, dass ich hier sitze am Schreibtisch und ich muss zum Beispiel noch was zu Ende machen. Weil es gibt immer Sachen, ich habe ein Online-Unternehmen, ich arbeite 3-4 Stunden am Tag, wenn überhaupt, und das habe ich mir sehr hart erarbeitet allerdings. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, geh auf mipreneur.de/Methode. Aber trotzdem gibt es Momente, wo irgendwas nicht funktioniert. Die Webseite stürzt ab. Okay, das habe ich jetzt zum Glück noch nicht gehabt so schnell oder beziehungsweise nicht mehr gehabt. Oder irgendeine Seite funktioniert nicht, ein Button funktioniert nicht oder jemand möchte buchen und kann nicht buchen. Das ist natürlich für mich immer, dass ich denke, oh, da ist jemand, der will sein Leben ändern. Ich muss jetzt für den da sein, ich muss dem helfen, ich muss den aufs nächste Level bringen können oder muss ich antworten. Und dann, gerade wenn man das Kind zu Hause hat, weil ich habe 2 Kinder, einer ist 5 Monate alt, eine ist 3,5 Jahre alt. Wenn man sie zu Hause hat und dann sagt, okay, ist jetzt keine Kita, man muss alles selber abdecken, gibt es natürlich die Momente, wo man dann denkt, ach komm, ich muss eben noch die E-Mails eine schreiben, dann dachte ich, jetzt sei doch mal noch 2 Minuten ruhig, ich spiele gleich mit dir. Und dann, wenn je mehr das Kind denn das natürlich merkt, dass man keine Zeit hat, weil man noch was zu Ende machen muss, geht es dann, ach komm und Mama, komm, dann kommt das Spielzeug auf meinen Schreibtisch und jemand tanzt hier um mich rum mit irgendwelchen Sachen. Und dann gibt es natürlich schon den Part, dass ich selbst merke, die Vorurteile, ich will nicht sagen stimmen, weil meine Karriere und mein Kind, das kann man überhaupt nicht in Zusammenhang setzen, was da wichtiger ist, aber weil, ganz ehrlich, meine Karriere ist ja auch dafür da, mein Kind zu ernähren, damit ich sie überhaupt, ja, wurscht. Aber dieses Vorurteil innerhalb, dass man denkt, okay, ich konzentriere mich auf die Karriere und das Kind leidet gerade, auch wenn sie nicht leidet, weil es 2 Minuten sind, aber trotzdem, das hat man. Und man hat manchmal sogar auch, um ehrlich zu sein, und das will man natürlich auch nicht zugeben, Vorurteile anderen Müttern gegenüber. Indem man dann zum Beispiel sagt, so das ist ja meistens, wir sind arbeitende Mütter, dem anderen Part gegenüber gemeint, dass man dann denkt, ja gut, die sitzen den ganzen Tag zu Hause und haben nichts zu tun, kümmern sich nur um die Kinder und ich muss parallel noch Geld verdienen. Was so unfair ist, weil auch den ganzen Tag sich nur um Kids zu kümmern, ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ob man dann noch die, also tatsächlich denke ich mir sogar manchmal, also ich bin selbstständig zu Hause mit den Kindern, das ist was anderes, finde ich noch ein bisschen. Aber theoretisch, wenn man sagt, man geht morgens ins Büro, hat 8 Stunden Arbeitszeit und abends kommt man nach Hause und dann die Kinder da, denke ich mir, die 8 Stunden Büro sind manchmal, glaube ich, mehr Erholung, als 8 Stunden mit den Kids zu Hause zu sein. Also, ne, aber trotzdem haben wir auch Vorurteile. Reden nicht drüber, wir reden, glaube ich, fast auch gerade, ich weiß nicht, ob jemand, eine Mutter wirklich stolz irgendwo hingeht und erzählt, ich habe meine Kinder zu Hause und arbeite parallel. Weil wir automatisch denken, wir müssen uns rechtfertigen und sagen, ja, aber ich arbeite nur, wenn die Kinder schlafen, auch wenn das so ist. Warum müssen wir das sagen? Aber das, glaube ich, ist eine Sache, da würden wir uns, also da reden wir nicht richtig drüber. Wann wir arbeiten, wie wir das hinkriegen, wie wir das parallel managen. Dieses ganze Vorurteil-Part behaftet, wir, die auch eigene Vorurteile haben,
die uns aber auch vielleicht selbst mal verurteilen. Und was andere von uns denken, auch wenn sie es nicht aussprechen, da ist man, glaube ich, oft in diesem Rechtfertigungsmodus. Also ich glaube, mit dem Online-Business bei mir, muss ich sagen, ist es ein bisschen lockerer, weil ich ja sowieso zu Hause bin. Aber ich glaube, es gibt viele Eltern, viele Mütter, die sagen, wenn sie Karriere machen, wenn sie Fortschritte machen, die sich automatisch denken, zu rechtfertigen zu müssen und sagen dann so, ja, ich bin aber trotzdem für mein Kind da oder ich kann trotzdem damit nach Hause gehen und sich um meine Kinder kümmern oder so. Oder auch Mütter teilweise, das ist bei uns im Club gewesen, die abstillen oder beziehungsweise noch stillen, aber dann abpumpen müssen, wenn sie im Job sind, die sich dann immer versuchen, konstant dafür zu rechtfertigen, dass sie dann irgendwann früher vielleicht abstillen oder dass sie nicht im Meeting sein können, weil sie gerade die Brust leeren müssen oder so. Das ist so. Ich glaube, wir müssen einmal so einen Rundumschlag machen und einfach mal rauslassen, dass wir alle Mütter unser Bestes geben. Egal, ob wir arbeiten, egal, ob wir nicht arbeiten, egal, ob wir in Homeoffice sind, ob wir in einem Job sind. Und ich finde es furchtbar, dass wir uns gegenseitig verurteilen. Aber ich glaube, über diese ganzen Vorurteile wollen wir meistens nicht reden, weil wir alle immer denken, oh, vielleicht haben sie ja sogar recht. Weiß ich nicht. Mal so dahingesagt. Punkt 2, Ängste. Arbeitende Mütter haben Ängste. Wir haben so viele Ängste. Wir haben die Ängste, dass unsere Kinder uns immer verurteilen dafür, dass wir so viel gearbeitet haben. Wir haben die Ängste, dass wir unsere Kinder nicht ernähren können, weil wir vielleicht aktuell nicht so viel arbeiten und später nicht den Studium finanzieren können. Wir haben die Ängste, tatsächlich machen wir uns selbstständig, ist das verantwortungsbewusst oder geben wir in den sicheren Job zurück, weil wir ja Kinder, weil wir Familie haben. Wir haben Ängste, dass wir vielleicht in der Entwicklung unserer Kinder irgendwas nicht mitbekommen. Wir haben Ängste, dass es nicht funktioniert, was wir uns alles so vorgestellt haben. Wir haben Ängste, dass wir uns vielleicht nicht das Leben leisten können, was wir uns leisten wollen, unseren Kindern zuliebe, weil wir vielleicht irgendwie durch die Arbeit an bestimmte Sachen gebunden sind, an Zeiten, an Orte, an Lebenssituationen, an Lebensweisen. Wir haben Ängste, was falsch zu machen. Wir haben Ängste, dass wir nicht gut genug sind für unsere Kinder und dass wir vielleicht tatsächlich nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da reden wir kaum drüber. Vor allem diese Angst, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und das reicht nicht, es ist nicht sicher genug für die Kinder, es ist keine, gerade selbstständige Mütter, glaube ich, es ist keine sichere Einnahmequelle oder wir wissen nicht die sichere Zukunft, weil wie viel kann man heute schon sparen, damit man sein Leben lang abgesichert ist für sich und die Kinder. Und diese Ängste, ich glaube, reden wir darüber oder arbeiten wir dann einfach weiter oder in der Zeit, wo wir nicht drüber reden, spielen wir mit den Kids. Also ich glaube, da sprechen wir nicht drüber und ich glaube, manchmal sollte es okay sein, dass man darüber spricht und dass man von diesen Ängsten redet. Wenn du da mit mir drüber sprechen willst, schreib mir eine DM auf mipreneur-gmbh. Gewissen. Natürlich haben wir ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, welche arbeitende Mutter kein schlechtes Gewissen hat. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir morgens zur Arbeit fahren, falls wir einen Job haben, wo wir hinfahren müssen und die Kinder abgeben. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns manchmal vielleicht ärgern, dass das Kind krank ist, weil es dann nicht in die Kita kann und wir uns selbst drum kümmern müssen und denken, oh mein Gott, wir hatten aber 20 Termine. Ich weiß noch, vor Krisensituationen, die wir aktuell hatten, hatte ich im Kita-Kalender waren 2 Tage, die jetzt lustigerweise genau heute wären, wo die Kita geschlossen ist, weil da irgendwelche Weiterbildungsgeschichten waren. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, oh mein Gott, schon wieder 2 Tage Kita zu. Ich meine, jetzt nach 3 Monaten mit Kindern zu Hause ist es vielleicht ein bisschen anders. Da lacht man drüber. Aber damals war das, was ich gedacht habe, oh mein Gott, schon wieder einmal im Quartal irgendwie 3 Termine, keine Kita. Was mache ich in der Zeit? Da kann ich nicht arbeiten. Wie geht das mit 2 Kindern den ganzen Tag allein zu Hause? Ja, ich muss sagen, momentan geht es großartig. Ich werde aber auch gut unterstützt von meinem Mann. Aber damals habe ich gedacht, wie schaffe ich das denn alleine? Und das ist so, dieses schlechte Gewissen zu haben, dass man auch manchmal denkt, oh mein Gott, ich muss arbeiten. Es wäre gerade cool, wenn mein Kind irgendwie betreut wäre oder wenn sie mal alleine spielen würde oder wenn, das ist okay, aber wir reden natürlich nicht drüber. Genauso reden wir nicht drüber, dass wir sagen, okay, wir haben schon jetzt gewissen, wir vielleicht im Job nicht die beste Performance bringen können, weil wir gerade für die Kids da sein müssen. Bei mir, ich bin die Geschäftsführerin und die, das ist bei mir ein bisschen anders, aber ich glaube, es gibt ganz viele, die vielleicht selbstständig sind und auch für Kunden arbeiten, die dann sagen, eigentlich müsste ich mehr für den Kunden machen, aber ich habe meine Kids gerade zu Hause und ich möchte das und das und deswegen fühle ich mich einfach gerade mal schlecht und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht 100% leiste. Bei mir im Team handhabe ich das immer so, ich dann sage, ey, bitte ehrlich lieber sagen, nehmt euch 3 Tage frei, bis ihr wieder die perfekte Performance für mich leisten könnt. Ja, kein Thema, aber ich meine, das hat ja nicht jeder das Glück. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also schlechtes Gewissen. Trotzdem, jetzt kommen wir mal ein bisschen in den positiveren Teil, der 4. Teil, Stolz. Ich glaube, jede arbeitende Mutter ist auch extrem stolz auf das, was sie leistet. Neben den ganzen Unzulänglichkeiten, die ich manchmal empfinde oder Überforderungen oder dass ich nachts aufstehen muss, weil ich sage, okay, durch die Sache, dass ich jeden Tag jetzt hier mittlerweile 15 Stunden am Tag meine Kinder betreue, brauche ich einfach die Zeit nachts, diese 2-3 Stunden, um mal in Ruhe reden zu können und um nicht eben parallel was machen zu müssen. Mittlerweile ist die Regel da, kein Handy, wenn die Kids dabei sind, weil ich merke, wie viel mir einfach entgeht, wenn ich auf dem Handy starre, während alle Kinder um mich spielen. Aber
trotzdem hat man einen gewissen Stolz, dass man das hinbekommt, dass man einfach für sich ein bisschen mehr sagt, ich leiste ein bisschen mehr, weil ich zusätzlich noch mein Business voranbringe, meine Karriere voranbringe, damit auch mich voranbringe, auch wenn wir das ganz objektiv gesagt für unseren Kopf auch brauchen. Ne? Es gibt ja, die meisten Arbeitsmütter werden das vielleicht nicht nur finanziell brauchen, sondern auch von seinem Kopf her, dass sie ein bisschen sagen, ich möchte auch was parallel machen, was meinen Kopf wieder anspornt. Wobei ich nicht sagen muss, dass Kinderbetreuung blöd sein kann. Man kann da sehr intelligente Sachen drauf machen, aber trotzdem. Aber man ist stolz und da weiß ich nicht, ob wir drüber reden. Ob wir wirklich mal sagen, ich bin richtig stolz, dass ich das gerade alles handle parallel. Ich bin richtig stolz, dass ich es geschafft habe, dass ich keine Ahnung in der Schultüte stricke, während ich 3 Kundentermine parallel manage und noch 18 Reitvereine betreuen muss. Diesen Stolz, glaube ich, den sagen wir viel zu selten. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr stolz auf das, was ich erreicht habe, seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Ich habe nämlich das erste halbe Jahr habe ich nur mit ihr rumgespielt und danach habe ich ein Business aufgezogen, was jetzt ein Haus, eine Familie, noch ein Kind tatsächlich wahrscheinlich ihre Zukunft ermöglichen kann und was ermöglichen kann, dass sie den ganzen Tag an mir rumspringt. Und das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, auch wenn natürlich ich dann meistens diejenige bin, die leidet, wenn irgendwas nicht klappt, weil ich einfach die Zeit halt von mir oder die Betreuungszeit, die Erholungszeit alles von mir mal wegkappe, überwiegt der Stolz und das Glücksgefühl. Und das muss man, glaube ich, auch manchmal sagen dürfen, finde ich. Letzte Part, Selbstzweifel. Ich muss sagen, ich habe lange, lange, lange Jahre, Monate, Wochen mich jetzt damit befasst, dass ich einfach mal gesagt habe, ich versuche nicht an mir zu zweifeln. Und gerade wenn man präsent ist online, gerade wenn man eine Patchwork-Situation lebt, gibt es viele, die eifersüchtig sind, die meinen, irgendwas mitbestimmen, entscheiden zu müssen, wie du dein Leben verbringst oder ich weiß es nicht. Und dann kommt natürlich auch manchmal der Part, wenn man halt einfach auch so sein Leben zeigt und ich möchte ja ganz bewusst viel zeigen, gar nicht mehr so oft, wie ich Kinder erziehe, sondern eher so, wie ich mein Business aufbaue und auch transparent meine Fehler zeigen, alles eingestehen, was ich falsch mache, weil ich lerne es, wie gesagt, auch gerade erst von der Pike auf und muss mir alles selbst beibringen, wie das Business funktioniert, auch wenn ich Ökonomin bin, auch wenn ich in der Beratung gearbeitet habe, auch wenn ich bei Google gearbeitet habe, trotzdem bereitet das nicht darauf vor, wie man ein Online-Business alleine führt und möchte deswegen viel teilen, damit man auch viel sehen kann, wie es ist, Einblicke bekommt und viel mitnehmen kann. Deswegen, zum Beispiel bei meinem Mipreneur-Club, gibt es deswegen auch alle Templates und Vorlagen. Bei Mipreneur-Uplevel noch mehr. Da kannst du rein mein komplettes Business kopieren und nachmachen, bis du deine eigenen Ideen umsetzt. Also die Idee ist schon von dir, aber alles, was ich an Prozessen aufsetze, E-Mail-Sequenzen, Templates, kriegst du alles 1:1. Kopierst, setzt es ein mit deinen Sachen, bis du deine eigenen Varianten daraus machen kannst. Weil ich finde, der Anfang ist am wichtigsten und deine Message dahinter. Und ob du dann meine, weiß ich nicht, E-Mail-Kampagne oder eine Strategie kopierst, das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, das hilft beim aufs Pferd gesetzt werden sozusagen. Und ja, das mache ich als Einzige in der Branche, ich weiß. Alle anderen sind sehr so, na egal. Der Part, da natürlich Selbstzweifel zu bekommen, kann ich nachvollziehen. Ich habe total den Faden verloren, aber ich habe mir in dem Sinne vorgenommen, ich werde keine Selbstzweifel mehr haben. Ich werde einfach sagen, das, was ich mache, mein Weg, der eigene Weg ist in Ordnung. Der ist gut so, der ist richtig so. Und wenn man so präsent ist, da war ich, ist es klar, dass man auch Kritik bekommt oder dass man einfach auch denkt, Kritik zu bekommen und dass man auch verurteilt wird. Aber das ist ja genau der Grund, warum ich das mache. Ich will ja verurteilt werden. Ich will ja, dass ihr sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ich will ja auch polarisieren und sagen, hey, das empfehle ich dir absolut nicht. Das empfehle ich dir auch nicht. Also man muss ja auch eine Meinung haben, wenn man eine gewisse, ja, etwas bewirken will. Aber trotzdem hat man dann manchmal schon Zweifel. Manchmal schon überlegt man auch ganz banale Sachen. Bin ich gut genug? Mache ich das richtig? Ich halte mich für eine sehr gute Mutter. Aber trotzdem gibt es Momente, in denen ich denke, war das jetzt okay? War das richtig? Das ist eine neue Situation. Ich habe nicht alles nach Lehrbuch. Es gibt jeden Tag Situationen mit meinen Kindern, die ich noch nicht, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Wo ich immer überlege, habe ich das jetzt gut gemanagt? Habe ich das schlecht gemanagt? Mina, war das okay? War das nicht okay? Oder Rücksprache halte. Und da muss man lernen, darüber zu reden, weil man meistens gar keine Zeit hat als arbeitende Mutter, darüber zu sprechen, dass man auch mal an sich zweifelt. Aber das ist okay und ich glaube, das ist wichtig, dass man zur eigenen Entwicklung über solche Dinge redet. Und ganz offen, wenn man nicht mit jemand anders darüber reden kann, kann man mit sich selber reden. Hört sich vielleicht albern an, aber tatsächlich sich hinzusetzen mit einer Kamera, mit einem Record-Geschichte, mit einem Aufnahmegerät oder einfach ohne alles und einfach nur für sich selbst im Kopf das durchzugehen und mit sich sozusagen in den Dialog zu gehen und zu hinterfragen, ich bin eine arbeitende Mutter, ich mache also Karriere, ich mache mich selbstständig, was auch immer und ich bin Mutter. Aber diese Rolle, dieser Spagat, da gibt es einfach Schwierigkeiten, Probleme, Zweifel, Ängste, Vorurteile, Dinge, mit denen man klarkommen muss, Emotionen, die auftreten, Herausforderungen. Wenn man nicht mit anderen darüber sprechen möchte, wenigstens sich diese Zeit zu nehmen und ich mache das ein bisschen manchmal beim Visualisieren abends, aber manchmal auch tatsächlich in meiner Nachtschicht mittendrin,
mit mir zu sprechen und zu sagen, okay, zum Beispiel gibt es auch im Club bei uns eine Methode, wie man mit Ängsten umgehen kann, wenn man gerade ein Business gründet, kommen ganz oft Ängste. Dass man einfach überlegt, was ist davon Fakt, was ist davon nur ein Gefühl, worum entsteht dieses Gefühl? Und dann immer tiefer mit mir sozusagen ins Gericht gehe und überlege, warum habe ich das Gefühl, warum habe ich diese Angst? Ist es realistisch? Gibt es wirklich Faktoren, die da jetzt reinspielen? Gucke mir die Faktoren an. Wie kann ich das beeinflussen? Kann ich es überhaupt beeinflussen? Hilft mir diese Angst gerade? Ist es vielleicht so eine Warngeschichte? Das ist eher eine Angst, weil ich bequem bin und nicht vorankommen möchte. Wo passiert es? Und sind die Zweifel, die berechtigt sind? Sind die Zweifel wirklich einfach nur eine Komfortzone, ne? Weil ich mich nicht entwickeln möchte oder Angst habe, mich zu entwickeln oder Angst habe, einfach mal was Neues zu machen? Und wo kommt das alles her? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, das sind die Punkte, die 5 Punkte, über die arbeitende Mutter meines Erachtens nicht reden. Ich finde, der Punkt, den wir am meisten gerade rausheben sollen, ist tatsächlich der Punkt Stolz. Dass man wirklich stolz auf das sein kann, was man leistet. Und es ist unabhängig, ob man als arbeitende Mutter weil sie nicht sich weiterbildet parallel, ob man ein Business führt, ob man eine Firma aufgebaut hat, ob man einen Job parallel macht, ob man das nach einem Jahr macht, nach 5 Jahren mit Kindern, nach 10 Jahren, nach einem 3 Monaten. Wir können alle auf das, was wir machen, stolz sein. Jede Mutter kann auf das, was sie macht, stolz sein, definitiv. Aber mein Fokus sind halt arbeitende Mütter. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach oft eingestehen. Und ich finde tatsächlich, einen Stolz brauche ich nicht von anderen. Ich brauche keiner, der mir sagt, ich bin stolz auf dich. Das ist wurscht. Dieser innerliche Stolz ist wichtig, dass man innerlich sagt, ich bin stolz auf das, was ich leiste. Und ich bin nicht perfekt, ich mache manchmal Fehler, ich laufe manchmal vor die Wand, manchmal fliege ich hin, manchmal überlege ich mir, ob ich wieder aufstehen will und wie ich wieder aufstehe, meckern, schreiend, heulend oder mit oder ohne Haare. Aber darauf bin ich stolz. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das war mein Part für dieses Video. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, dir geholfen. Ich weiß es nicht, wenn ich dir helfen kann, businessbezogen, komm auf mibrunner.de/Methode/starte hier/ ich weiß es nicht, du findest es bestimmt heraus. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wenn du möchtest, schreib sie mir als private Nachricht auf Instagram unter mibrunner-gmbh. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Und bis dahin möchte ich, dass du stolz auf dich bist. Und wenn du willst, postest du auf Instagram ein Bild darüber, auf was du gerade stolz bist. Oder generell ein Bild von dir mit dem Hashtag stolz. Und markierst mich, Chris Mikus oder mibrunner-gmbh darauf. Jetzt brauche ich einen Kaffee und ich bin sehr stolz darauf, dass ich es geschafft habe, heute Nacht 3 Videos zu filmen. Bis morgen oder bis zum nächsten Mal.